Wir stehen hier am 8. Weltwunder von Köpenick, einer Brücke, die keiner braucht, die, wie der Bund der Steuerzahler zutreffend in seinem Jahresbericht vermerkt, eine Brache, nämlich den hier hinten liegenden Parkplatz, und eine nicht genutzte Grünfläche vor der Bibliothek miteinander verbindet, obwohl 100 Meter weiter eine nächste Brücke vorhanden ist, die auch funktionstüchtig ist und von allen genutzt wird, von Radfahrern, von Fußgängern und von Autofahrern. Dieser Spaß hat dem Steuerzahler eine mittlere sechsstellige Summe gekostet, die man natürlich besser hätte einsetzen können, unter anderem zur Sanierung der zahlreichen maroden Brücken, die wir in Köpenick haben. Es muss künftig darauf geachtet werden, dass Gelder, die zweckgebunden sind, zum Beispiel im Rahmen eines Sanierungsgebietes, für die gleiche Fördermöglichkeit, für den gleichen Förderzweck auch anderweitig ausgegeben werden können. Also ganz konkret, dass Gelder, die für einen Brückenneubau eingestellt sind, auch für eine Brückensanierung andernorts zum Beispiel eingesetzt werden können, im selben Bezirk. Dann hat der Bezirk auch etwas davon und man wäre gehalten, auch solche Steuergeldverschwendungen nicht durchzuführen.